Torres, willkommen hier aus dem Werkzeugschuppen, auch aus einer ganz anderen Perspektive als sonst. Eigentlich nur um 90 Grad nach rechts gedreht, aber gut, mal was ganz anderes. Den Schrank habe ich auch selber gebaut, so genauso wie den, wo ich sonst vorsitze. Videos auf meinem Kanal kann ich wärmstens empfehlen. Gestern habe ich ja schon diese crazy Filterzigarillos abgedreht. Ich wollte eigentlich die schwarzen hinterher machen, bloß darum mache ich das heute auf dem Sonntag. Gerade habe ich für euch noch erstmal den Brookfield Number 2 abgedreht. Das heißt, das Video wird wohl eher auf diesem Kanal kommen als diese Crazy Black. Und nachher kommt noch Danske Club Black. So. Ja, Crazy Filter Zigarillos American Blend Black. 17 Stück kosten 1,95 €. Die sind also genauso teuer wie die Buffalo von Villiger, die ich jeden Tag rauche und auch selber bezahlen muss. Wir haben hier ein Exklusivprodukt der Ermuri Genuss Company, die ihren Sitz in Detmold hat. Die verkaufen auch Spirituosen, hochwertige Marmeladen und so weiter. Auch E-Zigaretten und E-Tabake, da kenne ich mich aber nicht mit aus. Der Filter enthält Kunststoff, das habe ich noch nie gesehen. Außer gestern auf der Packung auch von den silbernen, das habe ich nicht erwähnt. Übrigens mit einer Umkamera. Oh. Habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Rauchen bitte nur Erwachsene. A special blend of selected imported tobaccos, also eine spezielle Mischung aus ausgewählten importierten Tabaken. Ich habe die so noch nie gesehen. Ich habe sie nur in diesem Zigarello-Tabakwarengeschäft in Wilhelmshaven gesehen, diese Crazy. Höchstens einmal im Internet, aber sonst, ich kannte die nicht. Das hätte ich diesmal eher gekauft. 1,95 € auf einen unschlagbaren Preis, wie ich finde. Stückpreis 11,8-17 Cent pro Stück. Auch die hier sind noch eingeschweißt in Folie. Mit Reißleine, wie ich mal zu sagen pflege. Riecht gleich nach Tabak. Auch nochmal schön mit Aluminiumfolie verkleidet oder Alupapier. Riecht leicht und angenehm nach Tabak. Unaufgeregt würde ich mal beschreiben, also ein ganz normaler, nichts Außergewöhnliches. Die Verpackung, die erinnert mich so ein bisschen an irgendwelche Zigaretten, deren Namen ich vergessen habe, deren Filter schwarz ist. Könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie diese Zigaretten heißen, die ich meine. Die haben irgendwie was drin, dass man die auch bei Krankheiten, bei Husten rauchen kann. Ich weiß aber nicht mehr was. Pfefferminze ist es nicht gewesen. Wer von euch benutzt eigentlich lieber Stofftaschentücher als Tempotaschentücher? Das würde mich mal interessieren. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Ein relativ harter Zugwiderstand, aber einer für diesen Preis, ich meine, geht das absolut in Ordnung. Bin mal gespannt, ob die ein Daily-Potenzial bei mir haben. Oh. Oh, mein Schnürsenkel steht auf dem Stativ. Und vom Stativ. Nee, schmecken gut. Brennen nicht. Sind aber stärker als die silbernen. Das sollen sie auch sein. Schmecken wirklich gut, muss ich sagen. Ich hatte ja vorgestern schon mal ein Bild bei Instagram von diesen Crazy Zigarillos gepostet, Erdromans Garage YT. Gerne liken, abonnieren, followen, hier auch abonnieren bei YouTube, kennt ihr ja alles. Ja, da hat mir der gute Zeiles geschrieben, dass man die auch gut rauchen kann, diese Crazy Zigarillos. Also der Mann hatte wirklich recht. Finde ich wirklich super für diesen Preis. Auch wenn sie teurer wären, würde ich sie auch noch gut finden. Ja, das ist wirklich ein schönes Produkt, die brennen nicht im Mund, beide nicht, die schwarzen auch nicht. Schwarzen sind angenehm stark, also ich mag ja lieber stärkeren Tabakgeschmack. Ne, die kann ich wirklich empfehlen. Also, das ist wirklich ein tolles Produkt. Ich sag, wenn ich die häufiger kaufen könnte, dann würde ich sie mir auch häufiger kaufen. Ah.
angenehmer Tabakgeruch, nicht aufdringlich, wie öfters bei günstigen Zigarillos. Ja, die bekaufe ich mir wohl noch mal öfter, da muss ich mal irgendwie hier bestellen lassen, weil nach Wilhelmshaven zu fahren für eine Schachtel Zigarillos ist ein bisschen dämlich, wenn man 25 Kilometer entfernt wohnt. Wie immer die Frage, wie raucht man Zigarillos auf Lunge oder pafft man die nur? Ich bin fürs Paffen, ist aber Geschmackssache. Also ich kenne Leute, die rauchen die auf Lunge, aber das ist nicht so mein Ding. Auch bei normalen Zigaretten, die ich eh fast nicht sauche. Das Ausmaß ist übrigens wie bei einer normalen Zigarette, 85 mm lang, 8 mm im Durchmesser so ungefähr. Ich müsste eigentlich mal einen Abarschtest durchführen, fällt mir gerade ein. Ich habe das schon so intuitiv gemacht, weil der Aschenbecher links neben mir steht. Das rote Ding, was da hinter mir steht. Das da. Da habe ich das gleiche Teil nochmal drunter von gemacht. Das habe ich da, das sind zwei Teile. Das gleiche Teil habe ich nochmal. Da habe ich einen Grill draus gebaut. Das Video ist schon auf meinem Kanal online. Beziehungsweise ich werde es jetzt für mich gleich hochladen. Und wenn ihr dieses Video seht, ist es halt schon hochgeladen. Ja, und aus dem Stück, was da steht, soll eine Lampe entstehen. Ich habe zwar noch keine Ahnung wie, aber das kriege ich schon irgendwie hin. Naja, wirklich angenehme, starke Zigarillo. Natur der Blatt natürlich. Ich habe wieder vergessen abzuarschen, glaube ich, ne? Ja, das ist wirklich ein tolles Produkt, also für das Geld unglaublich. Wie gesagt, ich kannte sie nicht, könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wer von euch zumal diese Quasi Zigarillos, die ich selber bezahlt habe, geraucht hat. Finde ich wirklich ein klasse Produkt. Machen wir mal einen Abwaschtest. Asche fällt in Aschenbecher. Blut bleibt im Stängel. Bleibt weiterhin angenehm im Geruch. Ich muss ehrlich sagen, also diesen Zigarillos gebe ich wirklich 10 Punkte. Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, angenehmer Geschmack. Wirklich verdiente 10 Punkte. Habe ich glaube ich schon mal 10 Punkte gegeben? Weiß ich gar nicht. Glaube ich gar nicht mal. Naja, muss sagen, gemessen an dem Preis ein toller Zigarillo. Unauffällig. Zu jeder Zeit rauchbar, wie ich finde. Klasse Produkt. Schöne Grüße an die Eher Muri Genuss Company aus Detmold. Habt ihr gut gemacht. Ja, was soll ich jetzt noch großartig erzählen? Also ihr könnt mir gerne mal ein Like da lassen, Abo da lassen, könnt mir auch gerne mal meine Videos kommentieren. Instagram und Twitter bin ich auch registriert. Bei Twitter bin ich nicht aktiv, aber bei Instagram poste ich immer mal wieder Fotos von dem, was ich gerade so mache, was in den nächsten Videos zu sehen sein wird. Ich muss mein Aschenbecher leer machen. Habe ich übrigens mal selber gebaut, Video dazu auf meinem Kanal, aus einer Pomadedose. So, Zigarillo ist gleich aus, Video ist gleich aus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ich sage schon mal Valete Spectatoris. Der letzte Zug. Zigarillos und Zigarren drückt man nicht aus, man schmeißt sie einfach in den Aschenbecher. Das soll es für heute gewesen sein. Ich werde jetzt gleich den Danske Club Black noch abdrehen und dann habe ich, dann muss ich noch meine Flasche aufheben und dann werde ich noch das Video vom Grill abdrehen, heute schneiden, heute hochladen, rendern lassen zwischendurch und nun aber wirklich Valete Spectatoris, bis zum nächsten Mal.